Yo YouTube, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist der 34. Spieltag und heute erwartet uns Bayern 04 Leverkusen gegen Augsburg. Parallel sind auch alle anderen 8 Bundesliga-Partien zeitgleich, wie typisch am allerletzten Spieltag. Auch immer sehr, sehr geil in der Konferenz zu schauen. Wir sind heute trotzdem im Stadion. Leverkusen hat die Möglichkeit, wenn sie heute nicht verlieren, das ja Unmögliche möglich zu machen. Und zwar als erste Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte ungeschlagen Meister zu werden. Überragend, Leverkusen darüber hinaus auch noch im Pokal natürlich ungeschlagen mit dem Finaleinzug, als auch in der Euroleague. Und zudem gibt es heute die Meisterschale in der Bayer Arena. Also, was gibt's Geileres, Freunde? Lasst Support da, liked das Video, kommentiert das Ganze und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Am Parkplatz angekommen, laufen jetzt wieder zum Bus. 3,5 Stunden vorher heute. Wollen natürlich alles Mögliche mitnehmen, was es da an Stimmung aufzusaugen gibt. Meisterschale wird heute übergeben. Überragend. Ich hoffe, die Busse fahren jetzt schon. Ansonsten müssen wir laufen. Und dann sehen wir uns gleich im Stadion, Freunde. Da wir gerade Zeit haben, schauen wir nochmal auf die Tabelle drauf. Also natürlich oben alles entschieden. Trotzdem wollten wir die unbesiegte Meisterschaft holen, die allererste in Deutschland. Für unsere Gegner, für die Augsburger, geht es sogar noch um Europa, auch wenn die Chancen sehr, sehr schwach stehen. Wäre möglich mit dem Sieg gegen Leverkusen, wenn die anderen Ergebnisse auf den anderen Plätzen passen. Ansonsten, was natürlich der Hingucker schlechthin ist, diesen Spieltag, der Abstiegskampf. Mainz natürlich soll unbedingt drinnen bleiben, hat sich eine sehr, sehr gute Ausgangslage aber mittlerweile verschafft. Union auf der Relegation, Köln so gut wie weg, kann es aber auch noch packen, muss mit 2 vom Abstand gewinnen. Union muss mit einem Tor Abstand mindestens verlieren und ich glaube, dann passt es. Dann werden wir mal schauen, was da passiert. Ja, nice. Ist es durch? Ich hoffe. Mhm. Nehmen wir. Wir stehen jetzt vom Stadion, Einlasskontrolle, dauert gleich noch so 5 Minuten, bis wir reinkommen. Wenn ich dann denke, wie später die Schale hier hochgeht, ist einfach unbeschreiblich. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, könnte ich blenden, ehrlich, das wird so krank. Hier gibt es einfach einen Gutschein mit einem Freigetränk an jeden Fan und jeder hat auch so einen deutschen Meisterschaftsschal bekommen, den kannst du später nochmal im Detail zeigen. Sehr, sehr korrekt. Das ist richtig geil, das ist so ein Tisch, wo man durchschauen kann und die Stühle haben jeweils ein Tor und dann spielt man da gegeneinander Fußball. Annika, wenn du das siehst, sowas brauchst du im Wohnzimmer. Ein Stadion, weil ich dick bin, direkt mal ein Schnitzelbrötchen. Haben wir die allerersten gefüllt. Wow. Und dann zum Abschluss hier. Also natürlich auch Dublin und Berlin. Das letzte Bundesligaspiel hier bei uns in der Bayer Arena. Träumchen. So, das ist der Schal, den es gab. Bayern für Leverkusen, deutscher Meister 2024. Und auf der Rückseite steht einmal. Oh, jetzt sind wir runtergefallen. Aber es steht gemeinsam unterm Kreuz. Sehr, sehr cool, dass hier kostenlos an alle verteilt werden. Plus eben die Freigetränke. Wir haben jetzt einfach noch knappe, ja, 2 Stündchen. Hier sind sich die Augsburger jetzt auch schon am Warmmachen. Aufstellung blende ich euch logischerweise wie immer ein. Demirovic ist da, ja, der Mann der Stunde, würde ich sagen. Den würde ich auch gerne im Leverkusen-Trikot sehen, hätte ich gar nichts gegen. Ansonsten Niklas Gorschau, ganz starker Zentrumspieler eigentlich. Augsburg ist immer so low, solide in der Liga, aber nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, wir schaffen seit Jahren wieder eine Liga zu halten. Dieses Jahr ist sogar Europa drin. Aber ich kenne auch keinen einzigen Augsburg-Fan auf der Welt. Da hinten sind ein paar. Ist auch noch nicht voll. Mal schauen, wie viele die sind. Und die Leverkusener müssten gleich reinkommen. Mannschaft kommt rein. Aufstellung logischerweise auch eingeblendet. Da wird natürlich wieder ein bisschen rotiert, aber trotzdem absolute Top-11. Jetzt auf der Bank, Chuck auf der Bank, Schick auf der Bank, Teamkapitän Sanicic auf der Bank. Aber trotzdem überragende Startelf. Und Teller ist raus. Den ich letzte Zeit sehr, sehr feier. Ah, und die Fans auch mit der klaren Message von Richtung Jonas Antalis, der bleiben soll, dass er sich hier zur Legende machen soll. Vom Newcomer zu einer Legende, Jonas. Er hat darauf angespielt, weil Jonas Antalis sich auch schon geäußert hat, dass er die Premier League sehr interessant findet. Bayern ist interessiert, war gespannt. Bei Augsburg ist Kubek im Tor, dass die Damen operiert werden musste durch eine etwas schwere Verletzung. Wurde ja in Mainz auch ausgebildet, lange Zeit bei Mainz gespielt, aber weiter hinter Zentrum. Deswegen leider den Verein verlassen und jetzt die Kubek-Chance. Leverkusen!
Fahne da oben. Deutscher Fußballmeister! Deutscher Fußballmeister! Deutscher Fußballmeister! SVB! Deutscher Fußballmeister! Deutscher Fußballmeister! SVB! Das ist so geil, trotzdem hier alle stehen! SVB! Großer Torwart wieder von Kubek, hat die Spitze da einfach ab, legt aber vor die Base von 1-0, die arme Sau. Trotzdem nehmen wir mit 1-0, habt ihr so leider nicht gefilmt. Geil! Bayern Leverkusen, tschalalalala. Dafür ist es schon eine weite Anreise haben. Solide. Mit der Chance umgegangen, Flo, weil es steht nur 2-1 und wenn er den macht, 3-1, dann ist er wirklich durch, noch 10 Minuten. Jetzt hat Augsburg direkt die Kontermöglichkeit, jetzt natürlich machen wir vor alles offen. Oh, Lukas,
Fußball für Augsburg. Es fluten gerade Securities das Stadion überall. Es wurde angekündigt, bitte, bitte nicht den Platz stören. Ich hoffe, es bleibt noch dabei, es gibt keiner auf dem Platz, damit man hier friedlich feiern kann, die Meisterschale nach oben stemmen kann und die Spieler nicht in die Kabine flüchten müssen. Wer da dreht, was gelangt, das war sehr, sehr geil, heute auf den Kabinen sein. Ich hoffe, das geht gut. Paul. Union Berlin führt zwischenzeitlich, aber nicht so schlimm, weil Mainz führt auch in Wolfsburg. So geil, wie Mainz am Ende noch rausgekommen ist. Überragend. Hier sind so viele Securities, guckt euch das mal an. Ich habe noch nie so viele gesehen am Spielfeldrand. Dadurch ist einfach Stuttgart an Bayern vorbei, das heißt Bayern wird nur Dritter. Es ist vorbei! Ja, ungeschlagen! Deutscher Meister! Wow! Überragend! War gespannt, was jetzt passiert. Bisher kann es euch schon ganz greifen. Gegen Bremen war natürlich krasser von den Emotionen. Bin gespannt, wie es jetzt abläuft, aber unglaublich einfach. 34 Bundesligaspiele ungeschlagen. Wow. Der Fußballmeister, da kommt das Ding, her damit. Rauf aufs Feld. Man muss aber echt sagen, gut mitgehalten von Augsburg. Hat zwischenzeitlich gut Stimmung gemacht. Starke Saison wieder. Sie haben, glaube ich, oft Spielpunkte liegen lassen, immer wieder aufs Spiel liegen, Tore kassiert. Aber. Was Europa geschafft, ist eine Leistung für Augsburg. Die Mannschaft feiert da schon im Kreis und gleich gibt es die Schale. Noch ist sie nicht da, wird sicherlich übergeben von den DFL-Verantwortlichen. Yes! Und da wird sie platziert. Ist angekommen in Leverkusen in der Bayer Arena. Wow! Danke, Brudi. Korrekt mit den Handschuhen. Nach oben gestellt.
Danke! Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schaue noch mal ganz kurz auf die Tabelle. Da blende ich sie ein. Stuttgart, wie gesagt, noch an Bayern vorbeigezogen. International muss man mal abwarten, wer da welchen Wettbewerb mitnimmt. Je nachdem, ob Dortmund die Champions League holt oder nicht. Und überraschenderweise, finde ich, geht Bochum in die Relegation. Sehr, sehr wichtig, dass Leverkusen ungeschlagen Meister ist und dass Mainz nicht in die Relegation geht. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.